Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video geht es um die neuen Aufgaben aus der dritten Woche. Ich zeige euch ja wie gewohnt jede Woche die neuen Aufgaben und wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Jetzt würde ich aber sagen, fangen wir mal direkt mit den neuen Aufgaben an. Und an der ersten Stelle hätten wir direkt eine neue Aufgabe und zwar nutze in verschiedenen Matches eine Seilrutsche. Und mit der Season 7 kam jetzt neue Seilrutschen ins Spiel. Ich denke mir, jeder dürfte wissen, was damit gemeint ist. Die hängen ja meistens von Berg zu Berg und auf jeden Fall soll man sich einfach daran hängen bzw. soll einfach 5 Stück davon benutzen. Das wäre dann hier die erste Aufgabe, die gibt direkt 5 Battle Pass Sterne. Und die nächste Aufgabe ist hier auch wieder direkt wieder eine Phasenaufgabe. Und zwar Phase 1, lande bei Lonely Lodge. Bei der zweiten Phase müssen wir im Pleasant Park landen. Bei der dritten Phase in Lucky Landing. Bei der vierten Phase in Lazy Links. Und bei der fünften Phase in Tilted Towers. Ja, das sind hier die 5 Phasen von der Aufgabe. Ist relativ simpel, einfach dort landen und das war es eigentlich auch schon. Und die dritte Aufgabe ist hier eine schwere Aufgabe und zwar Eliminierungen mit legendären Waffen. Ist natürlich schon selbsterklärend, einfach eine legendäre Waffe nehmen und damit 2 Kills machen. Sollte gar nicht mal so schwer sein. Das Einzige, was daran schwer ist, ist vielleicht die legendäre Waffe zu finden. Ansonsten ist es eigentlich relativ einfach. Und das sind hier die 3 kostenlosen Aufgaben. Jetzt kommen wir direkt zu den Battle Pass Aufgaben und hier ist direkt die erste Aufgabe eine Phasenaufgabe. Bei der ersten Phase müssen wir Gegner mit Schrotflinten Schaden hinzufügen. Bei der zweiten Phase mit Pistolen und bei der dritten Phase mit Scharfschützengewehren ist eigentlich selbsterklärend. Ist auch gar nicht mal so schwer. Einfach nach und nach diese Phasen abarbeiten, sollte eigentlich ganz easy sein. Jetzt kommen wir zu einer Aufgabe, die es schon so ähnlich im Spiel gab und zwar Klingel in verschiedenen benannten Orten an einem Haus. Und damals war es ja so, dass man in verschiedenen Matches an einem Haus klingeln musste. Und diesmal ist es halt bei verschiedenen Orten. Und es gibt ja so gut wie in allen Orten ein Haus mit einer Klingel, beziehungsweise mehrere Häuser mit Klingeln. An der Stelle kann ich ja ganz kurz das Video einblenden von damals. Da sieht man das Ganze auf jeden Fall, wo diese Klingeln sind. Und auf jeden Fall müssen wir da wieder an Häusern klingeln. Und jetzt kommen wir direkt zu den letzten beiden Aufgaben. Und zwar einmal durchsuche Truhen bei Polar Peak oder Tomato Tempel. Ist ja eigentlich selbsterklärend, einfach 7 Truhen durchsuchen bei einer der beiden Orten. Ist auf jeden Fall sehr einfach, braucht man gar nicht viel zu sagen. Und jetzt kommen wir zu der letzten Aufgabe und das Ganze ist hier ein bisschen erfreulich. Und zwar gibt es wieder die Aufgaben, wo man zwischen mehreren Orten suchen muss. Und diesmal ist die Aufgabe hier Suche zwischen 3 Skihütten. Auf jeden Fall müssen wir zwischen 3 Häusern suchen und da ist dann wieder ein geheimer Stern. Und natürlich werde ich zu dieser Aufgabe ein Video hochladen. Das heißt, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, dann werdet ihr direkt wissen, wo der geheime Stern ist. Und das sind auf jeden Fall alle Aufgaben aus der dritten Woche. Und ich würde sagen, das war es dann jetzt zu diesem ganz kurzen Video. Wenn es euch an der Stelle gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.